Es wird Zeit, den nächsten Kristall zu smashen im Drachenhauch. Und da reisen wir jetzt mal hin. Und werden wahrscheinlich wieder eine lange Zwischensequenz haben. Nützlicher Trick. Du frierst die Gischt und machst damit Nebel. Hast du dir das selbst beigebracht? Sie haben mich dazu gezwungen. Wenn die eiserne Flotte auf See war, habe ich so ihre Bewegungen verbergen müssen. Nur ein Kampf. Nein, du lügst. Das könnte die letzte Chance sein, die ich habe. Die letzte Chance, damit abzuschließen. Ich muss es tun. Was es auch kostet. In Ordnung. Da ist er. Der Mutterkristall der Eisernen. Drachenhauch. Strömungen, scharfe Klippen und Ätherfluten, nicht zu vergessen. Diese Insel ist eine natürliche Festung. Ich denke, sie wiegen sich hier in Sicherheit. Die Rückseite scheint nach wie vor niemand zu bewachen. Das Heiligtum liegt im Vulkan. Wenn wir dem alten Pfad folgen, sollten wir zum Hintertor gelangen. Gut. Gehen wir. Alles klar, dann düsen wir mal los. Heute hätte ich ehrlich gesagt nichts auszusetzen gegen sehr viele Zwischensequenzen. Denn es ist mal wieder verdammt heiß, stickig, Arbeit war anstrengend, ich bin ziemlich kaputt. Und je weniger ich quatschen muss, desto besser. Dieser Weg wurde nach einer Ätherflut stillgelegt. Er wird nicht mehr bewacht. Die perfekte Abkürzung. Alles an Akasisch. Sehr schön. Nochmal ein paar Kämpfe zwischendurch. Damals noch nicht. Ich fürchte, wir haben keine Wahl. In der Zwischenzeit habt ihr auch nicht viel verpasst. Ich habe ein paar Sidequests gemacht, so dass wir nicht zurückliegen und so dass uns auch nichts weggenommen werden kann, falls mal wieder ein Point of No Return kommt. Und ja. Bei den Sidequests habt ihr nichts verpasst, also überhaupt nichts Spektakuläres dabei. Abgesehen davon, dass wir das weiße Schokobo als Reittier bekommen haben. Aber wir mussten quasi einfach nur das Vieh finden, die Viecher, die es bewachen, umnieten und dann haben wir uns alle an die alten guten Zeiten erinnert und er ist Teil der Gruppe geworden. Ich kann es hier natürlich nicht nutzen. Ist das ein Erdbeben? Die gibt es hier oft und das ist ein kleines. Kein Grund zur Sorge. Na, solange der Vulkan nicht ausbricht, ist alles gut. Ja,
Ich habe auch das Gefühl, dass sie jetzt deutlich mehr Eismagie einsetzt. Aber die EP ist nach wie vor räudig. Da haben wir wieder Minotaurus. Den gibt es ja, meine ich, auch als Esper. Zumindest bin ich der Meinung, dass ich bei Final Fantasy 8 in irgendeinem Labyrinth Minotaurus freischalten konnte. Aber hier wird uns der Esper wahrscheinlich nicht begegnen. Ja, sehr schön, perfekt ausgewichen. Weg. Na, da bin ich jetzt nicht mehr weggekommen. Aber nach wie vor, muss man auch sagen, sind die Kämpfe lächerlich einfach. Selbst wenn wir mal ein bisschen Damage fressen, können wir ja mit den Heiltränken sehr viel wieder gut machen. Und der gute alte Torgal hielt uns ja auch noch mal ein bisschen hoch. Ja, komm, Torgal. Ja, ich wollte wieder ausweichen, aber den haben wir gefressen. Aber auch nicht weiter schlimm. Erstmal hier looten. Sehr schön. Perfektes Ausweichen und Kontern. Sehr schön. Also selbst wenn die Kämpfe ein bisschen schwieriger sind, einfach nicht quatschen, ein bisschen konzentrieren und dann passt das auch. Unseren Burst haben wir fürs nächste Mal komplett aufgeladen. Sehr schön. Von dort kommen wir in die Höhlen. Na gut, dass uns Jill hier auch nochmal durch die Gegend navigiert. Aber vorhin in der Cutscene hat man auch schon gesehen, dass diese permanente Magie, die sie einsetzt, ihr langsam, ja, nicht aufs Gemüt schlägt, aber auf die Hand. Denn die tut schon ziemlich weh und die hat wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Zeit. Ach, was ist denn hier passiert? Alles befallen. Halt. Akasisch. Für einen Schild von Rosaria kein Problem. Wollte ich auch sagen, weil halt dich von seinem Maul fern. Wir haben schon mal gegen Gammelfratze gekämpft. Ach, ekelhaft. Nicht einatmen. Ja, aber nur weil ein Gegner eklig ist, heißt das nicht, dass wir nicht gegen ihn kämpfen. Im Gegenteil, je ekliger und widerlicher die Gegner sind, desto interessanter wird's auch. Oh, da habe ich jetzt die Ranke nicht kommen sehen. Ja, wo bin ich jetzt? Achso, da vorne stehe ich. Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt nicht gecheckt, was da passiert ist. Erst habe ich gedacht, das Vieh hat uns gefressen. Aber ich habe nicht gesehen, dass wir da irgendwo standen und dann auf einmal kam dieser komische grüne Blitz. Gebrochen Nummer 1, sehr schön. Es gibt auf jeden Fall, ich glaube, dass man 40.000 Damage, die man raushauen muss,
in dieser Phase. Jetzt haben wir gerade mal 10.000 gemacht. Also 40 oder 50.000. Ich bin mir da jetzt nicht mehr so sicher. Okay, ich habe jetzt eher gedacht, dass das Gegner sind, die er da rauswämst. Das war die Stinkwut. Ah, interessant. Oh, zu früh ausgewichen. Wieso können die springen? Haben die keine Wurzeln? Angriff! Hilf mir, Großer! Los, Torgal! Okay, Burst-Modus ist weg. Hilf mir, Großer! Sie gehören dir! Ja, da hat er mich jetzt getroffen, aber das ist auch Latte. Wir sind in der letzten Phase. Gebrochen, sehr schön. Komm zu mir! Ich hab noch da, Torgal! Jetzt werden wir hier nochmal ein bisschen was draufwemsen. Nee, das haben wir. Jetzt haben wir es ready. Hier drüben. Ah, der Spaß ist so gut wie vorbei. Ja, komm. Peitscht mich nochmal ein bisschen, ihr Wurzeln. Und jetzt war's das. Der gute Morbal. Ja, hat ein paar Fähigkeitspunkte gebracht. Sehr schön. Wird aber vermutlich nicht reichen, gleich eine Fähigkeit zu verbessern. Weiter? Ja. Jetzt geht's so langsam in den Vulkan. Wir sind jetzt im Innern des Vulkans. Man gewöhnt sich daran. Obwohl es heißer ist, als ich es in Erinnerung habe. Ist halt die Frage, wenn wir den Mutterkristall platt machen, müssen wir dann nochmal gegen irgendeinen Esper oder irgendwas kämpfen? Schon. Sie werden stärker. Auf jeden Fall müsste er ja wieder einen Wächter haben. Da, Torgal! Den da! Da, Torgal! Hier drüben! Ja, die Blitze ballern schon gut rein. Ich muss nochmal eben schauen. Fähigkeitspunkte mäßig 500, 600, 600. Gut, hier könnte ich noch was einsetzen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man die dann auslösen kann, weil das hier ist ja... Ah doch, stimmt, hier war das. Dann müssen wir uns entscheiden, ob wir den Phönix nehmen oder Ifrit. Ich würde vorschlagen, dass wir die Phönix-Fähigkeiten behalten, weil ich die ziemlich nice finde. Auch ziemlich stark. Und die auch schon ein bisschen aufgewertet sind. Dann können wir, glaube ich, lieber in die anderen Esper investieren. Na, ist noch? Nee, da ist doch keiner mehr. Jetzt, Torgal! Na, haben wir... Ja, ein bisschen an was haben wir getroffen. Da, Torgal! Den da! Bisschen Luftkampf und jetzt nochmal auf den letzten Skorpion. Hier drüben. Das war's. Wunderbar.
Aber wenn die Mutterkristalle so mächtig sind und so wichtig... Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass er uns schon angreift. Wieso werden die dann so gammelig bewacht? Wahrscheinlich, weil sie denken, es ist eh keiner stark genug, um die Mutterkristalle zu zerstören. Tja, da haben die sich geirrt. Schnapp sie! Gut gemacht, Torgal. Angriff! Da, Torgal! Sie gehören dir! Den da! So, war das jetzt perfektes Ausweichen? Ich glaube nicht. Aber nach wie vor verstehe ich so ein bisschen die Kritik von Hardcore Final Fantasy Fans, weil das hier halt nicht so Final Fantasy typisch ist. Für mich ist es in Ordnung, aber wenn wir das ganze Ding einmal durch haben, muss ich dann nochmal eine Nacht drüber schlafen, das nochmal Revue passieren lassen. Weil einfach so das zu bewerten ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Also ich will jetzt kein Klugscheißer sein, aber wäre sie sofort gegangen und hätte gesagt, Clive, komm mit mir, hätte das Ding deutlich schneller überwunden werden können und sie hätte auch weniger Energie einsetzen müssen. Was ja gleichbedeutend mit Lebenskraft ist. Aber gut, noch trage ich kein Esper in mir, von daher kann ich das nicht beurteilen. Oh, die Kamera spielt gerade so ein bisschen verrückt. Oh, weg, bevor der Bomber vielleicht noch in die Luft geht. Da haben wir noch einen. Jetzt, Torgal! Aber wenn Madame jetzt schon Probleme hat, bin ich mal gespannt, ob sie bis zum Ende noch überlebt. Drachenhauch. Es ist nicht mehr weit. Ist das da hinten schon der Mutterkristall? Nee, ne? Da hinten hinter den Türen. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Egal, was immer es sein mag, Freunde werden wir nicht. Okay, komm. Burst, wir haben da jetzt deutlich weniger Damage raus als gedacht. Jetzt, Torgal! Aber wir haben ihn gleich gebrochen. Da, Torgal! Sehr schön. Ich hab noch den da! Schnapp sie!
Ja, eine Brechphase brauchen wir noch. Oh, shit, den habe ich nicht kommen sehen. Na? Jetzt hat er mich hier eingekesselt. Sie gehören dir. Zu langsam. Also brechen, der hat nicht mehr so viel HP. Die bekommen wir jetzt aber schön entspannt weg. Sehr schön. Was zum? Ein Feuerdämon. Die kommen nie aus der Lava. Ist wohl der Kleine hier, der den Vulkan so zum Kochen gebracht hat. Warum greift er an? Das sind so friedliche Geschöpfe. Dann ist der hier wohl die Ausnahme. Ja, wahrscheinlich, weil wir seinen Verwandten am Anfang platt gemacht haben. Na komm, machen wir hier mal ein bisschen Burst. Sie gehören dir! Sehr schön, perfektes Ausweichen und perfekter Konter. Dann komm schon, brechen. Sehr schön. Wunderbar, einer schön durch die Essbar rollen und alles rauswemsen, was wir hier so haben. Was hat er vor? Ich will's nicht wissen. Was? Schnapp sie! Ich habe gerade dran gedacht, so ein Ding bei Elden Ring. Oh shit, den zweiten Schwanzschlag. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber da kommen wir auch so durch, haben ihn gleich gebrochen. Ah, sehr schön. Da habe ich nochmal einen durchgedrückt. Oh, 19.000, sehr schön. Bei dem Brecher davor habe ich gar nicht darauf geachtet, wie viel Damage wir gemacht haben. Aber einmal durch die Essbar rotieren bringt natürlich ordentlich was. Diese Hitze. Danke. Der hat ganz schön Radau gemacht. Hoffentlich hat das niemand gehört. Zu den inneren Kammern geht's da oben. Von dort weiter zum Heiligtum. Ich bring das zu Ende. Bevor die Hitze mich umbringt. Dann los. Ja, Madame, da will ich auch hoffen, dass du das überlebst. Dort wird allerdings viel los sein. Dann dürfte es schwierig werden, unentdeckt zu bleiben. Das stimmt wohl. Aber es gibt dort jemanden, der uns helfen kann. Wehe dem, der Typ verarscht uns. So, keine Truhe hier.
Schwester Marley. Ich bin's. Bei der Mutter. Jill? Unmöglich. Doch, ich bin es. Wir können hier nicht reden. Kommt mit. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich auch. Haben dich alle guten Geister verlassen? Warum bist du zurück? War die Freiheit denn so schwer zu ertragen? Vergib mir, Schwester. Aber ich konnte nicht hinnehmen, was an diesem Ort geschieht. Sag mir, wo ist der Patriarch? Zu dieser Stunde ist er im Sanktuar, bei seiner Andacht. Ihr meint, oh, dieser Unmensch. Clive, wir müssen schnell zum Heiligtum. Los! Schwester Marley, ihr müsst von hier fliehen. Nehmt eure Sachen und geht. Hör mir zu, Jill. In Erlak, Lor! Wir haben Besuch. Hier entlang. Folgt diesem Gang. Er führt direkt zum Sanktuar. Kommt, beeilt euch bitte. Ich danke euch. Ihr wart hier immer meine einzige Hilfe. Mein Licht in der Dunkelheit. Rettet euch, Schwester, bitte. Ihr verdient ein besseres, ein glücklicheres Leben. Das müsst ihr mir versprechen. Versprochen. Aber du musst mir auch dein Wort geben. Wenn sie die Dame so sehr mag, okay. Wieso reitet sie die mal so richtig in die Scheiße? Wir sind fast am Sanktuar. Gut. Die Dame wird doch nie im Leben lebend hier rauskommen. Unser Empfangskomitee. Ja, sehr schön, das Ding hat gut funktioniert. Und auch die Donnerkuppel war perfekt. Hier drüben. Ja, schön auf die Leiche jetzt draufgeballert. Wow. Das war ja richtig sinnvoll. Hier alles Kanonenfutter. Fass! Bleib liegen! Ja, der will nicht liegen bleiben. So schnell ausweichen. Angriff! Ja, und du da hinten lässt mal Jill in Ruhe. Perfekt. Wir müssen jetzt hier durch. So, was macht der Dude jetzt im Sanktuar? Auf jeden Fall nichts Gutes. Ich habe da so ein dumpfes Gefühl, das will ich jetzt aber nicht aussprechen. Wie viele denn noch? So viele. Ich will ihn so einer grausamen Tat noch nicht bezichtigen. Zu langsam.
Aber eine Andacht wird das definitiv nicht sein. Sie gehören dir. Ja, der Dude-Meister hält aber viel aus. Der hat auch so ein Riesenschwert à la Elden Ring. So, den Brecher mache ich nochmal nach dem Ausweichen. Und jetzt gib ihm. Wunderbar. Oh, da hat noch ein kleiner überlebt. Gut, da kommen wir nicht durch. Ah, da ist was. Wunderbar, die Hälfte schon außer Gefecht gesetzt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, hat sich... Ja, ne? Die Mutter hat sich doch den Eisernen angeschlossen. Das heißt, wenn wir dem Ganzen hier ein Ende setzen, dann drücken wir auch der Mutter einen rein. Sehr schön, gefällt mir. Clive, es gibt etwas, das du wissen solltest. Der Patriarch hat entsetzliche Dinge vor meinen Augen getan. Und ich habe mir geschworen, dass er durch meine Hand stirbt. Verständlich. Ich stehe hinter dir. Genau wie du bei mir. Okay, sie hat also dabei zuschauen müssen. Na, mal schauen, was für ein kranker Hund der Typ ist. Notfalls wiederholen wir die Game of Thrones Szene, wo der gute Lannister auf dem Scheißhaus draufgegangen ist. Und gebrochen, Nummer 1, sehr schön. Na komm, wir haben genügend Zeit. Wir haben hier auch genügend Gegner, das Ding holen wir uns wieder zurück. Ja, ich bin dem Angriff eben sogar noch ausgewichen. Ja, jetzt aber nicht zu früh. Na, ja, das war's jetzt aber mit ihm. Sie gehören dir. Da, Torgal. Schnapp sie. Und jetzt noch eben schnell das Kanonenfutter. Ah, Jill hat auch schon gut aufgeräumt. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Da haben wir den Kristall. Oh, Mathensanov.
Shivas Dominus. Willst du um Vergebung für dein Scheitern flehen? Jahre folgte ich euren Befehlen, führte eure Kriege. Alles nur, um die Kinder zu schützen, die wie ich verschleppt wurden. Und was habt ihr getan? Ihr habt vor meinen Augen ihre Kehlen aufgeschlitzt. Sadist. Ihre Seelen waren besudelt von unreinem Äther. Ich habe mich erbarmt, Erlösung gebracht. Sie mussten büßen. So wie die heilige Mutter verlangt. So wie auch du büßen wirst. Denn ein Monster wie du hat sein sündiges Leben verwirkt, wenn es nur einen Fuß in dieses heilige Sanktuar setzt. Ganz recht. Ich bin ein Monster. Und meine Seele ist schwarz wie Pech. Doch nicht durch Äther. Sondern durch die Bosheit von Männern wie euch. Ihr seid schuld, dass ich die Dunkelheit in mir verschließen musste, statt sie zu bekämpfen. Dies ist meine Buße. Hört gut zu, euer Monster ist tot. Und ich werde euch kein neues erschaffen lassen. Die Bestie wagt sich ihrem Herrn zu widersetzen? Komm ruhig, Dominus. Wüte, sei, was du schon immer warst. Ein Monster! Und was seid ihr, Imran? Ich wurde dazu gezwungen. Ihr tötet aus Freude. Doch nie wieder. Wie ich einst vor euch, werdet nun ihr euch vor mir verbeugen. Tötet sie! Jetzt! Nicht! Bitte! Nur jetzt!
Sie kann die Lava nicht ewig aufhalten. Ich muss mich beeilen. Nicht ganz Ifrit, aber damit können wir gut leben. Der Dude hat eben ein heftiges Kamehameha rausgehauen. Und er hat Jill richtig auseinandergenommen. Ich habe auch vorhin gedacht, dass sein Bruder diese komischen Lavaströme gemacht hat. Da war auf jeden Fall zwischensequenzmäßig einiges passiert. Na komm schon, brech ihn. Sehr schön. Nur 20.000, super. Er wird wütend, geht nochmal in die nächste Phase. Lava sah eben kacke animiert aus. Los. Also gut. Ich werde mich beeilen. Gut, dann zu langsam. Machen wir mal hier ein bisschen mehr Gaudi. Ach, der hat sich jetzt auch noch in einen Drachen verwandelt. Okay, da hat er mich eben einmal getroffen, Drecksau. Shit. Ich war wieder voll in der Combo drin und konnte nicht ausweichen. Ah, shit, wahrscheinlich zu weit weg gewesen. Ich hab hier drüben. Zu langsam. Sehr schön gebrochen. Daneben. So, was habt ihr vor? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Den Angriff habe ich nämlich nicht kommen sehen. Beziehungsweise habe gehofft, dass ich damit ausweichen durchkomme. Na komm schon. Werden wir ihn vorher noch brechen können oder? Ja, gebrochen, sehr schön. Dann sollte es das eigentlich mit ihm gewesen sein. Jupp. Ja,
ordentlich Punkte. Sehr schön, können wir gleich auch einsetzen. Flüssige Flamme, vielleicht auch noch für eine neue Waffe, glaube ich aber nicht. Siehst du das, Sid? Der Freiheit einen Schritt näher. Der Kristall! Was ist mit ihm geschehen? Oh, wir haben ihn zerstört. Was? Aber... Monster! Ist dir eigentlich klar, was ihr da getan habt? Sicher, Vater. Ich habe es getötet. Das Monster ist wiedergeboren als Geächtete. Möge der Segen der Kristalle mit euch enden. Geschafft. Endlich. Du hast dich sehr verausgabt. Etwas. Wieder fiel alles auf dich. Und ich war darauf gefasst. Ich musste mich meiner Vergangenheit stellen. Jetzt kann ich mit dir nach vorne schreiten, ohne zurückzusehen. Clive, sieh doch. Es sieht aus wie das am Phönixtor. Verdammt, wir müssen weg. Ja, schnell. Oh, Jill.
Ich habe Wort gehalten, also enttäusch mich nicht. Hier entlang, Hoheit. Du blutest ja. Ich habe einen Trank, der... Danke für deine Sorge. Wirklich. Aber glaub mir, ich komme zurecht. Bitte. Deine Medizin haben andere viel nötiger. Oh. Wenn das so ist. Für einen Moment habe ich meinen Bruder gespürt. Tatsächlich? Ultima zieht wieder seine Kreise um ihn. Aber warum jetzt, nach 5 Jahren der Ruhe? Ich werde ihn nicht mehr lange in mir halten können. Euer Gnaden. Nein, du machst dich nur schmutzig. Sieh nur. Wie ein Strom, der zum Meer fließt. Oder wie die Motten zur Flamme, das Kristalldominium ihr Licht in der Dunkelheit. Mehr und mehr verlieren ihre Bleibe und ziehen los, um Schutz zu suchen. Andere fliehen vor den erdrückenden dalmekischen Steuern, um irgendwo neu anzufangen. Was genau sucht ihr dort? Im Dominium, euer Gnaden. Oh, Dion Lesage. Ihr meint den Kronprinzen von Sanbrek? Er hat viele Titel. Dion der Kühne, Prinz der Dragoons, Odins Erzfeind oder einfach Bahamut. Als Kind habe ich ihn einmal getroffen. Schon damals hatte er ein edles Gemüt. Und seither hat er seinem Reich stets voller Eifer gedient. Und ihr seid euch wirklich sicher, dass er euch Gehör schenken wird? Unsere Welt schreitet unaufhörlich auf ihr Ende zu. Und seine Hand drängt sie voran. Ultimas Einfluss erstreckt sich auf jedes Reich, auch auf Sanbrek. Wenn seine Hoheit der ist, für den ich ihn halte... Und das hoffe ich sehr, wird ihm diese Tatsache nicht entgangen sein. Die Kristalle schwinden, das ewige Licht flackert und in der Dämmerung wachsen die Schatten. Die Kristalle haben uns ihren Segen geschenkt. Und uns so verdorben. Wir sind wie gemästete Vögel, die nicht mehr fliegen können. Doch nun stehen wir vor dem Abgrund und brauchen unsere Flügel. Viel Leid wird uns auf diesem Weg erwarten. Doch er ist der Einzige zur Freiheit. Wonach strebt diese Welt eher? Einem kristallenen Käfig oder einem dornreichen Himmel? Ich kenne die Antwort auf diese Frage noch nicht. Du, Clive. Euer Gnaden, wir sollten irgendwo Rast machen. Wir können es über Dalmekia versuchen, sobald ihr wieder bei Kräften seid.
Mir ist die Dringlichkeit der Sache bewusst, aber eure Gesundheit geht vor. Ich weiß. Danke, Jote. Der Versuch des Belagerungsheers, den Kaiserlichen die Inseln von Ark zu entreißen, ist wieder einmal gescheitert. Nur weil eure Flotte so unfähig wie ein Eunuch in der Brautnacht ist, wollt ihr stattdessen etwa zum Rückzug blasen? Es reicht mir mit euch. Mit Schuldzuweisungen werden wir ihre unrechtmäßige Aneignung nicht ungeschehen machen. Allerdings steigen auch unsere Verluste mit jedem Tag. Zwischen ihnen und euch liegt ein ganzes Meer. Die Armee von Sanbrek kann euren Truppen dabei zusehen, wie sie harmlos an den Stadtmauern zerschellen. Sie können das aussitzen. Die ganze Belagerung juckt sie nicht. Ihre Vorräte sollen fast unerschöpflich sein. Und unsere ach so weisen Anführer stürzen in den Krieg, ohne einen Gedanken an die Konsequenzen zu verschwenden. Dalmekische Soldaten verhungern, wartend auf Befehle aus Randella. Also warum übernehmt ihr nicht? Dann wären ihre Bäuche schon abends voll. Ihr wollt, dass ich ausrücke? Dann kämpft auch Bahamut. Und ein Duell würde die Chasia ins Verderben stürzen. Statt das Dominium zu befreien, würden wir seinen Untergang besiegeln. Oder ist es das, was ihr wünscht? Wenn unser verständiger Berater einen Vorschlag hat, ziehen wir ihn gerne in Erwägung. Aber das ist ja die Kaiserin. Sagt uns, was das zu bedeuten hat, Lord Kupka. Was das bedeutet? Dass ich nicht mehr die Absicht hege, euch auch weiterhin zu beraten. Ach, ihre Blicke, als ihr durch diese Tür gekommen seid. Dieser Ausdruck dümmlicher Hilflosigkeit. Sie wollten ihren Augen nicht trauen. Obwohl ich zugebe, ich hatte auch Zweifel, ob ihr meiner Einladung in der Tat folgen würdet. Das Schockierende ist, Seth ist nicht der Sohn einer Hure, er ist der Sohn einer Kaiserin, euer Sohn Clive. Absurd! Von wem habt ihr diese Lüge? Kein Verbrecher verdankt mir sein Leben. Nein, im Gegenteil! Mein Sohn ist neben mir und wir sind nicht für haltlose Anschuldigungen hier, sondern um die Streitigkeiten zwischen unseren Reichen zu einem Ende zu bringen. Also gut, doch ich habe eine Bedingung, und zwar diese.
Sid hat einer Frau das Leben genommen. Jemand, der mir alles auf der Welt bedeutet hat. Dafür werde ich ihn töten. Und ich schätze, dass dies in eurem Sinne wäre. Ihr werdet endlich vom Schandfleck eures Stammbaumes befreit. Im Gegenzug überlasse ich Sunbreak euren fähigen Händen. Hochverehrte Majestät. All das aus Liebe zu einer gemeinen Hure. Dominos oder nicht, die Herkunft lässt sich nicht verbergen. Und Bestien sind und bleiben nun mal Bestien. Für dich hält die Zukunft mehr bereit, Olivier, mein Schatz. Schon bald bist du der Kronprinz von Sunbreak. Und wenn dein Vater vor die gütige Gwigur tritt, wirst du als göttlicher Kaiser über allem stehen. Die alte Ordnung wird in sich zusammenbrechen und dein erhabenes Licht die Welt hell und strahlend erfüllen. Schon bald. Sie ist seit Stunden da drin. Irgendwas stimmt nicht.